der Bürgermeister, wahrscheinlich Bürgermeister Tierlieb, die haben vielleicht was am Laufen. Casting Couch. Mein Gott, Matthias, das wird ja immer schlüpfriger. Zuckerstück und Peitsche, der Benjamin Blümchen Fan Podcast. Das Fan nehme ich für mich raus. La 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 la. Hallihallöchen, Rebecca, und willkommen zurück aus der Sommerpause. Yay, und ich habe direkt Lust zu sagen, und das war's. Warum? Warum? Du fragst wirklich warum? Wirklich sehr, sehr wenig selbstreflektiert, Matthias. Ich kann nichts für deine Nach schlechte Wochen Laune. Nach Wochen kommen wir zurück und es geht direkt los mit so einem Kneipengesang, den du nachts um drei hörst, wenn so... Schalalalalala. Genau. Hallo, bitte, das erinnert mich einfach an die Autorally und das ist eine ganz liebe Folge von mir. Aber heute in Episode 52, die erste nach der Sommerpause, die erste in unserer neuen Staffel, sprechen wir über eine Classic-Folge. Absolut. Und zwar über Folge 2. Benjamin Blümchen rettet den Zoo. Mein Gott, du wurdest über die ganzen Wochen auch noch mal epischer. Du hast geübt in den letzten Wochen. Wir sind im Jahr 1977 und reisen zurück in die Anfänge von Benjamin, ein Jahr nach dem Wetterelefanten. Der Zoo steht vor dem Bankrott. Eine Storyline, die wir in den kommenden Jahren noch zu häufig kennenlernen werden. Eigentlich ist Benjamin total gut gelaunt, aber jetzt mit der neuen News will er zusammen mit seinen Freunden Herrn Tierlieb helfen. Nur wie? Ein vermasselter TV-Auftritt, der Vorgänger von Herrn Schmeichler und eine wahnsinnig verrückte Einlage können den Zoo aber doch retten, auch wenn das ganz schön schmerzhaft wird. Die Folge hat sich Neustädter Valentin gewünscht und warum das, hören wir doch mal rein. Hallo, erstmal vielen Dank für diesen tollen und unterhaltsamen Podcast. Ich würde mir wünschen, dass ihr mal Benjamin Blümchen rettet den Zoo kommentiert und ausschlachtet quasi, und vielleicht könntet ihr dabei ja mal drauf eingehen, wirklich, warum der Zoo so wenig Geld hat, obwohl er den einzig sprechenden Elefanten beherbergt quasi. Das ist so eine Frage, die ich mir tatsächlich auch schon immer seit meiner Kindheit stelle, es einfach als gegeben hinnehme, aber ich trotzdem gerne mal wissen würde, was machen die da zur Hölle falsch? Also die Frage stelle ich mir seit Tag 1, wie das alles immer so zur Hölle sein kann. Es ist so schön, Rebecca ist einfach auf 180 und... Ja, weil das einfach, wirklich, es ist ja eigentlich so, diese ganze Folge beschreibt es ja so gut, oder nicht? Naja, es fängt ja damit an. Also, lieber Valentin, ich glaube, wir werden hier und da nochmal drauf eingehen und schlachten diese Folge bestimmt hier und da aus. Vor allem mit dem Hintergrund, warum denn der Zoo immer bankrott ist. Ja, Benjamin ist am Anfang richtig gut drauf, denn na 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 na, es ist ein richtig schöner Tag und er begrüßt auch alle Tiere so am Anfang. Da dachte ich auch so, okay. Das ging aber auch schnell. Als ich gehört habe, wie viele Tiere der Zoo hat, der sehr, sehr kleine Zoo. Für diese Folge haben sie, glaube ich, diese Sounds aufgenommen, die wir danach die nächsten 40 Jahre uns immer anhören dürfen. Man kann es ja unter Nostalgie verbuchen. Danke, Kiosk, dafür auf jeden Fall. Aber es erinnert mich auch so ein bisschen an diese Bücher für Kinder, wo du irgendwie so einen Knopf hast und dann Löwe. Das war kein Löwe. Das war alles, aber kein Löwe. Egal. Du wirst solche Bücher niemals besprechen. Affen, du hast gesagt, was der Zoo alles hat. Ja, 8 Affen, 3 Löwen, 2 Seelöwen, eine Antilope, die Arme, ein Eisbär, der Arme, 3 Pinguine, what the fuck, eine Giraffe, ein paar Vögel und auch ein Elefanten. Ja, bei den Pinguinen, das ist eher so ein Ménage à trois. Kleiner Dreier. Wobei, die binden sich ja eigentlich ein Leben lang, blöd für den einen. True. Aber vielleicht ist das auch das Kind. Und das muss das Leben lang mit den Eltern zusammenleben. Puh. Anstrengend. Mega. Ja, und schön ist ja auch, es ist ein Tag zum Eierlegen. Kanntest du dieses? Ja, natürlich. Wirklich? Ja. Ich kannte das nicht. Was bedeutet das denn, liebe Rebecca? Naja, halt einen Tag zum Eierlegen. Ah ja. Es ist unvermutete, warme, meist sonnige Witterung, die bei Menschen in der Regel zu Hormonschüben führt. Mhm. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Das nur nebenbei. So, Benjamin. Hab ich als Kind anders aufgefasst.
ist besser so. Benjamin ist ja eine wahre Berühmtheit in dieser Folge wegen dem Wetterelefanten. Schöner Verweis auf die erste Folge. Andersrum merken wir dann in späteren Folgen, dass diese Berühmtheit stark nachlässt. Ja, stark nachlässt, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Ja, und es ist ein sehr langatmiger Start, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Bis Benjamin dann irgendwann aus der Ferne Lärm hört. Genau. Und Herr Tierlieb, der hier spannenderweise übrigens noch als Zoobesitzer genau. getitelt wird. Das scheint ja, sich erst danach zu sein. Ja, die Gründe könnten bekannt dafür sein. Wobei ich sagen muss, dass das Vertrauen immer noch dahingehend so vorhanden war, dass man ihn trotzdem eingesetzt hat, diesen Zoo zu führen. Aber gut, sagen wir, spricht ja dafür, naja gut, die haben einmal keinen Torwart, der wird nach einer Woche schon fürs Spiel eingesetzt. Denen fehlt es einfach an wirklich kompetenten Menschen. Ja, sind wir mal ehrlich. Hauptsache Puls. Der Bürgermeister, wahrscheinlich Bürgermeister Tierlieb, die haben vielleicht was am Laufen. Casting Couch. Mein Gott, Matthias, das wird ja immer schlüpfriger. Nein, weißt du, vielleicht hat die Stadt den Zoo gekauft und hat dann gesagt, komm, wir haben hier, weiß ich nicht, Leichen im Keller, der Bürgermeister und der Tierlieb. Naja. Und deswegen bleibst du da mal. Und außerdem heißt der Tierlieb, das kann man gut vermarkten. Das stimmt wahrscheinlich. Oder er hieß eigentlich ganz anders. Und man hat ihn einfach nur Tierlieb deshalb. Spitzname, Nickname. Mhm. Auf jeden Fall ist der nämlich in einer argen Diskussion mit Gerichtsvollzieher Lämmle. Mhm. Und Herr Lämmle ist halt einfach von der Stimme Herr Pichler. Ja. Einen Menschen, den ich ja sehr mag. Ja, seit einem halben Jahr hat der Tierlieb keine Futterrechnung mehr bezahlt. Das ist so unfassbar. Wir lernen im weiteren Verlauf dieser Folge, dass die Futterrechnung für ein halbes Jahr sich auf unglaubliche, ganz unfassbare 1200 Mark belaufen. Ja. Ja. Ja, na, genau. Ich dachte auch, okay. Also man muss sich immer überlegen, auf ein halbes Jahr gesehen. Genau, ich hatte. Ja? Also nicht nur einen Monat oder eine Woche, sondern einfach mal 6 Monate. Ich habe natürlich mal recherchiert und habe mal in der ganz alten 2014 gab es mal einen Artikel, wie viel so der Kölner Zoo verbraucht. Mhm. Der braucht 2000 Euro für Futter am Tag für seine Tiere. Er hat aber auch mehr als eine Giraffe und gut, er hat keine Eisbären, aber er hat mehr Affen. Und mehr Pinguine. Vor allen Dingen ja auch mehr. Und mehr Seelöwen. Und mehr Pinguine auch. Und mehr also ich glaube, die Pinguine sind glücklicher im Kölner Zoo. Ich glaube auch dort. Die Elefanten vielleicht. Ja, vor allen Dingen, die haben doch später auch noch Krokodile und all das. Besonders, ne? Wir müssen ja auch überlegen, 1200 Mark und der Kölner Zoo 2000 Euro. Ja. Also, der Zoo, also, wenn 2000 Matthias Euro ist so aufgeregt. Die Futterrechnung für ein halbes Jahr ist, ja. Was kriegen die fucking Tiere denn dann zu essen? Ja. Die hungern ja jeden Tag. Ja. Also, Herr Tierlieb ist nicht deswegen nur... Deswegen hat er ja auch nur einen Eisbär. Eine Giraffe, vielleicht waren es ja mal mehr. Der Löwe hatte Hunger. Ich werf's nur mal in den Raum. Ja, gut. Dann müssen die den Zoo wirklich dann so ein paar Wochen später nicht mehr nicht zumachen, weil die das Futter nicht mehr bezahlen können, sondern weil sie gar keins mehr brauchen. So, Herr Tierlieb will aber dann doch seine letzte goldene Uhr von der Kommunion noch loswerden. Nee, Konfirmation. Oh, Konfirmation, Entschuldigung. Aber Herr Lämmle sagt, nee, im Notfall müssen halt den Zoo verkaufen. Ich muss mal kurz sagen, bitte. Der hat eine Echtgolduhr, ja? Und die wird diese 1200 Euro nicht aufwiegen. Das Geile ist, die nimmt er ja noch nicht mal an. Ja. Da kommt auch kein Kuckuck später drauf. Das so ist die ein Uhr. Sehr korrekter Typ, der Herr Lämmle, ne? Oder der Herr Lämmle denkt einfach, Digga, du bist Herr Tierlieb, du hast kein Geld, die ist aus der Türkei. War das böse? Darf man das sagen? Weiß ich nicht, aber Echtgold gibt's, da kauft man ja viel Echtgold. Ja, aber man sagt doch einfach nur Echtgold. Ja, was sagt man so? Ich sag auch manchmal, das ist meine Louis Vuitton. Das ist eine Louis Vuitton. Und ein L und ein X. Ja, genau. So, Herr Lämmle ist aber auf jeden Fall ein ganz netter Mensch, weil er, als er merkt, gibt's nichts, gibt's schon mal die ersten 3 Tage Aufschub. Sind ja auch nicht die letzten. Ja. Und dann kommt Karl dazu, also zu Benjamin, beziehungsweise... Nein, Herr Tierlieb spricht da schon mit Karl. Ja, aber tatsächlich erst und man muss, später. Aber, genau, man muss ja auch sagen... Erstmal beneidet Karl ja Benjamin, weil der da so entspannt auf der Wiese liegt. Ja, und ich muss auch sagen, auch da ist Herr Tierlieb, der ist so verantwortungsbewusst, dass er das ein halbes Jahr verschweigt, um dann seinem Tierwärter zu sagen, dass er sich eigentlich in 3 Tagen einen neuen Job suchen kann. Richtig. Ja, Gott sei Dank wissen wir ja alle, dass es ja Zoos wie Sand am Meer gibt in Neustadt, nicht?
Ja, es also, ist auf jeden Fall, aber ja. Es ist, einiges ist, finde ich, an diesem Gespräch irgendwie lustig. Also ja, wir merken einfach, wie der Herr Tierlieb ist ein etwas plemplem grenzdebiler Mensch. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Episode. Der vergisst sehr viel, aber Karl kennt ja auch Herr Lemne, der sagt nämlich, ach, Herr Lemne, der Gerichtsvollzieher. Ja, heute. Ach, heute nicht mal bei mir zu Hause. Ja, genau, aber als ich dann höre, dass Karl auch nur noch 30 Mark hat. Ja, ich dachte nur, hoffentlich ist es nicht der dritte des Monats. Genau. Heute verdienen übrigens Tierwärter so am Anfang 1.800 bis 2.400 und später so bis zu 3.000 Euro. Naja gut, vielleicht lebt der Karl ja auf super großem Fuß und wir wissen es nicht. Ganz ehrlich, so eine Journalistin möchte verwöhnt werden. Das ist wahr. Ja? Dann sagt Herr Tierlieb eigentlich auch schon, ja, vielleicht muss ich auch die Tiere verkaufen an den Zirkus Cavalli. Ja, Karl ist auf jeden Fall, Karl ist auf jeden Fall fix und fertig. Genau, Karl ist fix und fertig. Benjamin aber auch, denn Benjamin hat gelauscht. Ja, der hat gelauscht und der hat das alles mitbekommen und natürlich trifft ihn das. Ich meine, es ist natürlich auch klar, es könnte auch sein, dass er verkauft werden muss. Ja, oder bald gefressen. Schön ist aber, finde ich, dass die beiden, also Benjamin und Karl, so gute Freunde zueinander sind, dass sie beide nicht wollen, dass der andere einen schlechten Tag hat und sich deswegen diese schlechte Nacht nicht erzählen. Voll. Ich sehe es wiederum als Hauptproblem. Genau, damit beide noch überraschter sind, dass sie morgen leider auf der Straße stehen. Weil man muss ja dazu sagen, dass weder Karl noch Herr Tierlieb scheinbar irgendwas tun, um diese Situation zu verändern. Was sollten sie auch tun? Gut, Herr Tierlieb könnte Kredit sich holen. Naja, er hat immerhin wirklich seine goldene Uhr angeboten und Karl 30 Mark. Hey, also die haben wirklich alles versucht. Alles wenn der Lemmler das nicht möchte, was soll man da noch tun? Wichtig finde ich aber auch, Karl hat also ein Stupsnäschen, habe ich dann erfahren. So blass um sein Stupsnäschen. Fandst du das süß oder fandst du das verstörend? Hm. So eine Mischung. 50-50? Otto kommt auf jeden Fall dazu und oh Wunder, er hat schon wieder eine 1 geschrieben, diesmal aber in seiner Deutscharbeit. Benjamin ist gar nicht happy und nennt Otto, finde ich geil, auch immer nur das Kind. Ja, so. Das Kind. Dieses Kind, dieses Neudrum. Und ja, Otto will dann irgendwas machen, um die Situation zu verbessern. Du musst mal wieder arbeiten, Benjamin. Nicht ich. Ja, gut, er ist ja auch ein Kind. Ja. Und sie schauen deswegen in die Zeitung und Benjamin so, Otto, du bist so klug. Und Otto, keine Komplimente bitte, wir haben was zu erledigen. Ja, und ja, es ist eigentlich auch nicht sein Job. Es ist eigentlich total traurig, dass ein kleiner Junge das übernehmen muss. Der erstmal auf die Idee kommt, dass man was tun muss. Ja, nicht Herr Tierlieb kommt auf die Idee, nicht er sonst was. Ich habe nur die Annonce mit dem Skilehrer nicht verstanden im Sommer. Ich sag mal so, ich fand auch schwierig, dass die einzig weibliche Rolle, die da genannt worden ist, eine Sekretärin war. Ja. Und alles andere männliche Berufe. Aber auch das. Ja, kannst du abhaken. Vielleicht nur nebenbei. Ja. Es würde auf jeden Fall der Herr Klunker, der sucht einen Gärtner. Von Klunker. Klunker, bitte. Entschuldigung. Ja? Die Klunkers. Die Etikette muss bewahrt werden. Natürlich. Mein Lieber. Und dann denken sich Otto und Benjamin sofort, das ist der Job. Also geht's zu Herr von Klunker. Der Diener öffnet. Ja, und dummerweise, bevor sie überhaupt Herrn von Klunker treffen, tritt Benjamin in die Rosen, dann in die Krokusse, dann in Stiefmütterchen. Der Diener schimpft und die beiden fliehen. Lustigerweise übrigens, Krokusse wachsen zwischen Februar und April oder zwischen September und Oktober. Ja. An großen Sommer denke ich da noch nicht. Ich auch nicht. Aber das nur nebenbei. Allerdings muss ich auch sagen, er hätte das ja auch gar nicht alles kaputt treten müssen, hätte der Herr Klunker sich vorher überlegen, er hätte sich ja vorher schon überlegen können, weil er so viel Geld hat, einfach was davon abzugeben. Wirklich. Selber schuld, Herr von Klunker. Und die Wege einfach mal breiter machen. Absolut, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Beete so nah beieinander, ich spinne oder was? Man kann doch mal wissen, dass ein Elefant kommen möchte. Hallo? Der hat doch Geld. So. Er hat doch Platz, er hat einen Park. Bitte. Ja, Benjamin und Otto sind dann aber auch relativ müde, muss man sagen. Und deswegen geht man ins Bett. Aber Benjamin merkt, ich grübel, ich bin aufgeregt, was soll ich machen? Ja, und dann übt er. Ja, genau, und dann übt er, er schließt sich, um genau zu sein, ins Affenhaus ein. Mhm. Und man hört die ganze Zeit nur boing. Es hört sich unfassbar boing, schlimm boing, an. Boing, boing, boing. Ja. Boing wäre ein schöneres Geräusch als dieses Bumm. Ja, diese Trommel, die gut, man gut, es ist irgendwie halt ein Elefant. Und wir wissen ja auch alle, was er da geübt hat, da sind die Geräusche jetzt nicht so realitätsfremd. Ich finde es nur erstaunlich, dass er sich nichts dabei getan hat.
während all dieser Übungsprozesse. Naja, ein bisschen was hat er sicher getan. Das erleben wir dann ja am nächsten Morgen. In der Nacht träumt er auf jeden Fall spannende Sachen. Er lebe in einem Land, wo sie eine andere Sprache sprechen. Habe ich gesagt, oh nein, was für ein Albtraum. Er wäre Teil eines Wanderzirkus, das kann ich als Albtraum verstehen. Mhm. Oder von einem roten Seeungeheuer und grün karierten Butterstuhlen. Beim roten Seeungeheuer dachte ich an eine Krake und bei karierten Butterstuhlen, grün karierten Butterstuhlen, dachte ich, es könnte ja auch einfach nur Butter, Käse und dann machst du mit Gurken. Sag mal, so viel denkst du dabei? Der hat das geträumt. Ja? Eigentlich müsste man ja eher deuten, warum er sowas träumt. Hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun, ne? Naja, natürlich hat er was damit zu tun. Er lebt in einem anderen Land, wo sie eine andere Sprache sprechen. Ja, aber doch nicht Angst, das mit dem Butterbrot. In die Heimat gemacht wird. Da, er hatte einfach Hunger. Das ist Benjamin. Naja gut, er wacht am nächsten Morgen auf und denkt sich, ach, ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren und Gott sei Dank... Weil er eine verstopfte Rüssel, einen dicken Kopf und eine belegte Zunge hat. Tut mir leid, dass ich es nicht so deutlich oder so explizit ausgeführt habe. Nichtsdestotrotz, er geht spazieren und seine Laune hebt sich. Wem geht's nicht so? Also... Ja, und ne? Das Tolle ist, er geht ja auch noch in die Stadt. Und alle kennen ihn. Alle kennen ihn. Alle grüßen. Hallo. Und du denkst so, oh mein Gott. Und er steigt in die U-Bahn und es scheint keine Probleme zu geben, ne? Genau, U-Bahn. Ich liebe immer noch, dass es einfach 1977 schon Geschichten mit U-Bahn gibt. Aber, surprise, surprise, Elfie Donnelly, Österreicherin, nach einem erweiterten Probebetrieb mit Fahrgästen ab 1976 wurde die Wiener U-Bahn 1978 offiziell eröffnet. Vielleicht also deswegen kein Wunder, dass die Wienerin Elfie Donnelly 1977 schon eine U-Bahn bei Benjamin etabliert hat. Ja. Ist übrigens die einzige U-Bahn, die es in Österreich, glaube ich, gibt. Das nur nebenbei. Benjamin, genau, möchte nämlich mit der U-Bahn zum Arbeitsamt fahren, um nach einem Job zu fragen. Und ihm gegenüber sitzt aber ein Mann mit schwarz-gelb kariertem Jackett, glotzt Benjamin an, scheint also jemand zu sein, der nicht aus Neustadt zu sein, sonst würde er Benjamin ja kennen. Das haben wir ja schon erfahren, weil ihn alle kennen in dieser Folge. Und grüßen, hallo! Ja. Und es ist, erfahren wir dann, Werbemanager Ulrich Umsatz. Man könnte sagen, der Vorgänger von Herr Schmeichler. Ja. Oder? Würde ich auch sagen. Ähnlich zwielichtig. Mir Liebe. Ja, Benjamin stört auch dieses Anglotzen, deswegen redet er den direkt an und erzählt ihm natürlich, wie Benjamin natürlich. So ist, direkt seine ganze Lebensgeschichte. Ja, gut, sie ist ja auch von Tragik durchtränkt, gerade so die letzten Stunden und der letzte Tag. Und der Herr Umsatz ist ja auch, sagen wir mal, ein sehr verständnisvoller Mann. Und ein sehr tüchtiger der Mann. Der unfassbar selbstlos handeln möchte. Ja. Und Benjamin dann doch ein Angebot unterbreitet, das man einfach nicht abschlagen kann. Nee. Weil er ist ja Werbemanager. Genau. Steht ja auf seiner Karte. Nicht nur, wie wir später erfahren. Mhm. Aber genau, der Benjamin kriegt nämlich den unglaublichen Vorschlag, er könnte ja einfach Werbung machen. Wir fesseln nämlich Benjamin einfach an einer Kette. Allein dieses Bild finde ich schon wieder... Ich hätte es gern bei QVC mal gesehen. Genau. An eine Kette und die wird dann an eine Wand geklebt mit einem Superkleber. Ja, wobei ich bei QVC sage, da wäre manchmal so ein Knebel auch gar nicht schlecht oder ein Tape vorm Mund, oder? Nicht nur manchmal. Nebenbei, der erste Teleshopping-Sender in Deutschland war HSE24 1995. Deutlich später, also als diese Folge geschrieben worden ist. Denn aber das war ja eine richtige Werbesendung. Also man hat ja wirklich Sendezeit. Ja, ARD/ZDF hattest du doch auch noch keine Werbung, oder? Ja, das war sehr vorausschauend. Und Privatfernsehen kam erst in den 80ern. Ja, irre, ne? Die also die Elfie, die hat's wirklich. Kreativ. Denn am nächsten Tag die große TV-Aufzeichnung. es klang eigentlich auch sofort wie QVC oder HSE und Mr. Umsatz ist auch noch unser Moderator und es ist eine Direktübertragung und Millionen schauen zu. Millionen schauen zu, um sich den wirklich unfassbaren Superkleber Superfest anzuschauen. Hammer. Und Benjamin checkt dann irgendwann allerdings, dass der Kleber gar nicht... Er checkt es nicht, der sagt ihm das. Sie müssen doch nur so tun. Der Kleber ist doch nichts wert, sagt er dem ja sogar. Das war. Und Benjamin ist dann aber so ganz, oh, aber das Geld und aber nein, sie will nicht die Menschen nicht betrügen. Also er ist quasi der Wallraff von Neustadt. Er ist investigativ unterwegs, weil er möchte die Millionen Menschen vor dem Bildschirm direkt aufklären und deswegen sagt er auch, nein, ich mache das nicht. Genau. Sie sind ein Betrüger, sie sind böse. Ich stelle mir das gerade aber tatsächlich, ich habe in dem Moment vorgestellt, wie werden das jetzt so bei QVC?
wenn die dann, oder bei HSE24, wenn die ein Produkt vorstellen und dann sagt jemand, nein, das ist ganz, ganz billige Ware. Bestellen Sie das bitte nicht. Das hier sind Betrüger. Wir sollten Ralf Dümmel. Hat es sowas schon mal gegeben bei so einer Sendung, frage ich mich da? Hätte man mal recherchieren können. Egal. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Sender gute Regie hoffentlich hätte und einfach schnell Werbung oder so für das Produkt. Oder so in ein anderes Studio oder so. Ja. Ich denke mir aber einfach nur, okay, cool, dass Benjamin das macht, aber wir haben ja erfahren, Millionen haben zugeguckt. Also, wäre es nicht smart gewesen, zu sagen, das ist ein Betrüger und ich stehe übrigens nur hier, weil mein Zoo pleite geht und ich sterbe, wenn ihr nicht alle in den Zoo kommt. Ich sterbe, wenn ihr nicht alle in den Zoo kommt. Ja, ein bisschen kahler gehen. So, weißt du, also man hätte diese Situation doch einfach nutzen können. Stattdessen gehen Otto und Benjamin irgendwie betröppelt nach Hause und sagen so, oh, schade, geht halt nicht, ne? Ja, wir haben alles versucht. Ja. Aber zum Glück kommt dann Carla in den Zoo. Die übrigens eine völlig andere Stimmlage noch hat. Ist dir das auch aufgefallen? Total. Ich habe mir aufgeschrieben, hatte sehr junge Stimme, noch heller und weniger voll. Ja, und aber auch so hoch, weißt du, ja. So ein bisschen unsicher noch, ne? Ja. Ja, ich finde. Also da haben die noch versucht, diese Stimmlage zu finden. Ja. Da fehlt noch dieses Fordernde. Ja, ich finde, es kommt tatsächlich während der Folge. Ja. Ich finde, gegen Ende findet sie... Ich finde, ja. Aber diese absolute, wie sage ich, diesen Wiedererkennungswert, diesen krassen Wiedererkennungswert, den hat sie da tatsächlich noch nicht so. Aber ich meine, es ist die erste Folge von Gisela Fritsch als Carla Kolumna, die sie dann ja jahrzehntelang einfach prägen wird. Ja. Und Carla lässt sich nicht lumpen. Nein. Die kommt mit 5 Apparaten. Natürlich, bitte. Ich frage mich echt, wie die hat die das hingekriegt, ne? Ja gut, vielleicht hat sie auch noch eine Tasche. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Ja, und auch Friedhelm Lemle ist lustigerweise da. Und dann wird ja erstmal erklärt, was das bedeutet eigentlich mit diesen Kuckucks, die man da draufklebt, was eine Pfändung eigentlich bedeutet. Ist es gut, es zu wissen? Man will es nicht erleben, glaube ich. Das stimmt, ich finde auch, es ist, ja, voll, ich finde, es ist nicht top erklärt worden, aber yes. Weißt naja, du übrigens, es ist halt erklärt worden. Weißt du übrigens, warum es Kuckuck heißt? Ja, weil das ja Schmarotzer sind, oder was? Nee, weil tatsächlich auf den ersten Aufklebern damals war tatsächlich der preußische Reichsadler abgebildet. Mhm. Und das hat sozusagen ganz höhnisch, humorvoll dann zu der Bezeichnung Kuckuck geführt. Ist wirklich witzig. Ja, da hast du. Ich hab sehr gelacht. Herr Lemle versucht dann tatsächlich auch Herrn... Trotzdem ist der Kuckuck ein Schmarotzer. Okay. Herr Leo, weißt du auch warum? Erzähl's mir. Wie der seine Eier legt? Der legt die in fremde Nester. So war das. Und die werfen dann die anderen raus. Ja. Oder smart. Das nur die eine sagt so. Klaus mir bitte nicht meine Sprüche. Herr Lemle versucht dann auch Leo Löwe zu bekleben. Also ich sage, er lebt auf gefährlichem Fuß, ne? Auch die Vögel. Ja. Auch bei den Goldfischen versucht er es. Ich sag mal so, der lebt seinen Beruf mit voller Leidenschaft und Hingabe. Ja, sehr. Ja? Und bei Benjamin geht's ganz einfach. Benjamin hält ihn einfach direkt seinen Arsch. Ja, ich habe auch gedacht... Kleb mal was drauf. Genau. Er sagt es dann ja auch so ganz genüsslich. Warten wir es mal ab. Ja. So, voller Vorfreude. Ja, und da, ab der Stelle, finde ich, wird Carlas Stimme tatsächlich auch so ein bisschen tiefer, voller, kommandierender. Ja, genau. Aber die übernimmt ja jetzt auch das Zepter. Muss sie ja auch. Man muss einfach mal sagen, Gott sei Dank. Ja. Hätte Carla das nicht getan, ich glaube, nach Folge 2 wäre ja dann quasi auch Schluss gewesen, weil der Zoo wäre ja verkauft worden. Oder wir hätten nur noch Benjamin Blümchen. Ja, genau. Punkt. Benjamin Blümchen singt für Sams. Benjamin Blümchen als Straßenmusiker. Spannend. Carla kommt dann auf die Idee, komm, wir spielen Zirkus. Otto macht eine Affennummer. Carl sagt, Leo Löwe kann durch einen Ring Reifen springen. Ist ja nicht ganz legal. Ist nicht ganz legal. Carla, ich gehe mit den Seelöwen in die Manege. Herr Tierdieb. Lebt auf ganz gefährlichem Fuß. Erstmal auch noch gar nicht eingebracht. Nein. Vielleicht kommt erst ein bisschen später raus, dass der auch was mitbringt. Ja, der hat aber was Krasses dabei. Dem ist anscheinend nichts Krasses eingefallen. Er kommt mit seinen weißen Mäusen. Benjamin macht was richtig Krasses, aber das darf noch keiner wissen. Ja, das ist an Superlativen kaum zu übertreffen, was sie bieten. Und am nächsten Morgen steht natürlich ein Artikel in der Zeitung, alle üben fleißig, die ersten Menschen kommen schon in den Zoo. Sollen ja auch alle spenden. Alle sollen spenden. Benjamin nervt alle, fand ich noch einen ganz kurzen Zwischengag. Am Affengehege nervt er, beim Löwengehege. Dachte ich aber so,
erzähl's zu Ende. Wurde mir nicht wurde so reingestreut, ja. Aber eigentlich. Ja. Und es ist ja so, dass ja grundsätzlich auch mehr Leute kommen, ne? Genau. Wobei man eins sagen muss, die haben ja, sagen wir mal, wenn die gemütlich schlendern, in 50 bis 60 Minuten alles gesehen. Maximal. Ich sag ja, wenn sie schlendern und gemütlich unterwegs sind, ne? Wobei müssen sie mal auf eine Bank setzen für 20 Minuten. Herr Lemle, dann ist auf jeden Fall Sonnabend, also Samstag, ist 15.30 Uhr, die Aufführung soll starten. Karl und Otto sind ganz aufgeregt. Ja, und die Leute strömen in den Zoo. So viel, ich habe es ja schon mal verraten, dass 1200 Mark schon da sind, obwohl die Manege noch nicht voll ist. Ja, die haben wirklich Risiko eingekauft, ne? Muss man sagen. Ja. Und wir lernen ja auch später, dass noch einiges mehr an Geld dazu gekommen ist. Ja, und dann startet die Vorstellung. Carla startet mit ihren Seelöwen. Ja. Ach, und Herr Thielieb scheint ja mal Turner gewesen zu sein. Macht er einen Purzelbaum. Meinst du, das können nur Turner? Ich weiß nicht, aber ich sage mal so, ich glaube ja, dass er schon auch ein etwas älterer, betagterer Mann ist. Respekt. Grenzdebiler, betagter Mann. Ja. Wir müssen ja auch nochmal, ne, Valentin wollte von uns ja wissen, wieso hat der Zoo kein Geld? Herr Thielieb macht Purzelbeine. Ich glaube, es zeigt sich, vielleicht machen wir dazu irgendwann mal eine Sonderfolge und stellen ein paar Theorien auf. Vielleicht. Ja, genau. Leo brüllt auf Verlangen. Otto tritt mit dem Äffchen auf. Und dann kommt Benjamin. Wir hören das erste Mal das Jubeln des Volkes. Sie rasten aus. Benjamin steigt auf seine Vorderbeine. Und dann nimmt er auch noch die Vorderbeine weg. Er schwebt. Der Elefant steht. Er steht aus seinem Rüssel. Sie kann es so gut, oder? Können wir bitte Rebecca, der erste Rüsselstand der Welt. Und dann zählen wir. Und wir fangen nicht bei 1 an, sondern bei 21. Dass sie, die kollabiert ja fast, die Carla, ne? Die ist ganz... Die ist ja fix und fertig. Nee, die sieht die Sensation. Hast du schon mal einen Elefantenrüsselstand machen sehen? Nein, das ist ja der erste und es war auch der letzte. Nicht der letzte Rüsselstand, wie wir leider wissen. Stimmt, denn der hatte Rüsselstand ja fatale Folgen. Wird auch noch legendär in der Benjamin-Reihe. Und er stand tatsächlich 26 Sekunden. Ja. Die Kasse läuft am Ende über. Und tatsächlich waren die 1200, die ja nur für ein halbes Jahr waren, die werden noch übertroffen. Die werden übertroffen. Denn alles, was sie einnehmen, zusätzlich reicht sogar noch für 2 Jahre. Also für 2,5 Jahre. Also insgesamt sind es dann 5 halbe Jahre, für die das reicht. Ja, und rechnen wir das mal auf, das sind einfach irgendwie 6.000 Euro. Ja. Damit kommt der Kölner Zoo, glaube ich, niemand Tag. Nein, mehr. Und das Gute ist, dass ja sonst gar keine Kosten anscheinend laufen. Nein. Also es gibt Hauptsache noch, Futter ist bezahlt. Es gibt nur Futter, davon gibt es auch nicht ganz so viel. Ja. Karl kriegt ja nur 30 Mark pro Monat. Nee, er hat 30 Mark übrig. Ja, ja, aber... Ich weiß halt nicht... Naja, gut. Mehr haben wir nicht. 60 vielleicht. Gehen wir ihm 60. Oh, nicht über 53. Ne? Aber dafür kein Urlaub, okay. Carla zieht dann am Ende noch genüsslich den Kuckuck von Benjamins Popo. Otto schläft ein, kuschelt sich an Benjamin. Ja, und dann gehen alle. Wichtig ist aber noch, dass dieser Erfolg nicht zuletzt Benjamins genialem Rüsselstand geschuldet ist. Die Leute haben ja schon etwas die Katze im Sack gekauft. Ja, keiner wusste eigentlich, was passiert. So, ne? Also. Und man muss dazu ja auch sagen, es ist ja süß, dass man dann auf Benjamins genialen Rüsselstand hinweist. Ja, letzten Endes wäre all das nicht entstanden, hätte es Carla nicht gegeben. Und ich finde aber trotzdem, wir müssen auch Otto loben, weil Otto hat erstmal so einen Drang gegeben, dass überhaupt mal was passiert. Sagen wir es mal so, die Hauptverantwortlichen haben nichts getan. So. Hätte man ihnen die Verantwortung tatsächlich auch überlassen, wäre es vorbei gewesen. Und sie haben sie sich ja auch gerne abnehmen lassen. Ja, wie würde ich sagen, immer in Neustadt. Alle sind glücklich, wenn die Aufgabe jemand anders macht. Total. Oder? Außer man selber nicht. Ja. Ja, verrückterweise ist dann diese Folge schon vorbei. Benjamin ist übrigens, muss ich noch kurz erwähnen, so super krass auf Carla. So, die weltberühmte Reporterin. Ja. Fand ich noch irgendwie. Also ich frage mich wirklich, warum die in der Stadt solche Probleme haben. Die haben erstmal den einzig sprechenden Elefanten der Welt. Und die haben auch die weltberühmte Reporterin Carla. Und sie haben den besten Tierwärter der Welt. Ja, vielleicht kamen natürlich auch viele Leute von außerhalb, die dann mal in den Zoo gefahren sind. Das ist ja auch sowas. Ich verstehe es einfach nicht. Die konzentrieren sich ja nur so, das ist ja noch nicht mal regional, es ist ja nur lokal. Nee. Es ist ja nur lokal eigentlich.
Dumm. Ja, aber dumm. Ich denke mir doch einfach, wenn du einen sprechenden Elefanten musst du ja noch nicht mehr Werbung noch nicht machen. Die brauchen noch nicht mal eine Giraffe, drei Pinguine, du hast den einzig sprechenden Eisberg. Elefanten. Ja. You don't need more. So. Nein. Jedes WM-EM-Orakel darf doch Benjamin machen und jeder TV-Sender zahlt den doch direkt 1 Million dafür, ja, dass Benjamin da irgendwas ja orakelt. Eigentlich schon. Deswegen frage ich mich, dann muss diese Wirtschaft noch beschissener sein, als man eigentlich erahnen kann, wenn die das mit dem nicht hinkriegen. Ja, und Neustadt muss halt wirklich einfach kaputt sein. Ja. Oder vielleicht ist es auch einfach die Frau oder der Mann im Kassenhäuschen, die irgendwie immer nur umsonst, sagt, umsonst. Da sitzt gar keiner im Kassenhäuschen. Wer soll das denn eigentlich machen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wer sitzt da eigentlich überhaupt sonst, wenn es Herr Lemmler nicht tut, im Kassenhäuschen, ne? Ja. Keiner. Mein Gott, da stellen sich so viele Fragen. Guck mal, wir kommen so fit und ausgeruht aus unseren Ferien. Haben nur Fragen, keine Antworten. Gott, da müssen wir uns beschäftigen. Wir denken weiter drüber nach, müssen aber jetzt diese Episode noch beenden. Und dafür kommen wir zu unserer Wertung, Einschlafwertung. Mhm. Bei 10 ratzt du sofort weg. Mhm. Ich muss halt echt überlegen, weil ich diese Folge, ich musste nochmal so in mich gehen, weil ich die Folge total oft gehört habe, als Kind. Ja. Ich glaube aber, ich mache es einfach mal super langweilig, ich mache die Mitte und sage 5. Also ich kann weder jetzt, also ja, es regt mich halt schon auf. Ich möchte schon wissen, was Herr Lemmler dazu zu sagen hat. Und ich muss sagen, mir bereitet es unruhige Nächte. Ich will da solidarisch mit Karl sein, wie er das mit den 30 Mark noch hinkriegt. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, wie ich Karl kenne, wird er dir am Ende der Zirkusnummer auch noch in so einen Hut werfen, so damit ich auch was getan habe. Ja. Und dann will ich Carla mal wissen, wie. Woandersrum, Carla ist weltberühmt. Das stimmt. Vielleicht. Möchtest du aber vielleicht mal deine Wertung abgeben? Achso, ich habe 9 gemacht. Ich fand es eine sehr entspannte Folge, wo nicht so viel, und es zog sich. Mhm. Wer ist deine Lieblingsfigur? Carla. Das ist so ein Reflex. Ich kaufe ein A. Das ist so ein Reflex. Ja, du kaufst heute ein A dazu. Ich kaufe heute ein A dazu. Das ist, ich glaube, von den 30 Mark von Karl. Von den 30 Mark kaufe ich mir ein A. Nein, weil ich glaube, ich muss das eigentlich nicht nochmal groß erwähnen, warum. Nee, glaube ich. Also es gibt gar keine andere. Es gibt einfach gar keine andere. Doch. Also ich habe mich. Du hast dich für Karl entschieden. Jetzt sag mir bitte nicht Benjamin, weil der so einen tollen Rüsselstand gemacht hat. Für Karl. Ich habe mich für Friedhelm Lemmle entschieden, tatsächlich. Mhm. Also ein bisschen enttäuschend, dass Elfie Donnelly Friedhelm Lemmle und nicht Lothar Lemmle oder sowas daraus gemacht hat. Ja. Oder Langhans Lemmle, keine Ahnung. Du hast recht. Ich verstehe auch deine Begründung, die jetzt gleich kommt. Erstmal ist Sprecher Wilfried Herbst, love it. Und zweitens finde ich einfach, er ist sehr streng, er ist sehr getreu seinem Job. Ich weiß gar nicht, ob du das denkst, dass ich das sage. Aber auf der gleichen Weise ist er super unterstützend und hilfsbereit. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das finde ich schön, weil wir hatten schon Leute, die dann ihren Job komplett aufgegeben haben zu helfen oder nur assi waren. Und er ist genau die Waage, die ich eigentlich cool finde. Er ist streng, hält sich an Regeln, aber unterstützt sie, damit sie es schaffen. Und ich hab das dann jetzt so aufgefasst, hätte es ihn nicht gegeben, hätte Carla ja gar nicht die Chance gehabt, es überhaupt weiterzuführen. Genau, weil er hat ja auch 2-mal einen Aufschub gegeben. 3 Tage, dann nochmal eine Woche. Also ich finde, Herr Lemmle, coole Figur. Ja. Also brauche ich jetzt nicht in vielen Folgen, die sind boring am Ende dann doch, aber cool für die Geschichte. Genau. Apropos boring, wie viele Zuckerstückchen gibst du denn eigentlich dieser Folge? Also ich finde, die Folge ist natürlich Nostalgie pur, weil hier so viele Stimmen schon ihre Heimat finden, die wir über so viele Jahrzehnte erlebt haben. Manche Stimmen haben ja nochmal gewechselt, Till Hagen war dann zwischendurch mal nicht Werther Karl. Und genau, deswegen ist es natürlich Nostalgie pur. Wir haben die Geschichten wie Zoo ist bankrott, wie der Rüsselstand, die immer wieder auftauchen werden in der Zukunft. Ja, die Folge zieht sich aber ein bisschen. Gerade am Anfang, finde ich, bis es mal losgeht. Boah, dann denke ich mir so, komm mal zu Potte. Ich finde dann, aus der Zirkusnummer wird ein bisschen zu wenig gemacht. Die hätte man ein bisschen auserzählen können, wie Otto mit den Affen da irgendwas macht oder sowas. Das ist sehr Benjamin-fokussiert. Es gibt einen super krass hohen Anteil vom Erzähler, den ich nicht verstehe, den ich auch nicht brauche. Eigentlich brauche ich auch diese Nummer mit der Werbung nicht. Die ist witzig, die gibt der Geschichte was, aber nur, weil der Rest einfach nichts hat. Aber eigentlich brauchst du es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Kriegt von mir aus mit einem Nostalgie-Punkt 7 Zuckerstückchen. Mhm. Und bei dir? Ja, bei mir ist es auch so, ich hatte sie spannender in Erinnerung, als sie tatsächlich ist. Als Kind war es einfach... Hatte ich keine hohen Ansprüche.
Ey, man wächst an seinen Aufgaben und mit allem anderen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt immer noch den Humor einer Sechsjährigen hätte, so wie ich, so wie du, ja, weiß ich nicht. Das wäre jetzt sehr, sehr traurig. Wenn da überhaupt keine Weiterentwicklung, wenn es da keine gegeben hätte. Nee, tatsächlich war es so, dass das früher habe ich die soweit ganz gerne gehört, aber ich habe sie jetzt nochmal gehört und muss auch sagen, sie tut überhaupt nicht weh. Ich mag eigentlich den Kerngedanken dabei, aber es sind zu viele Fragen, die sich mir einfach wirklich stellen. Oder ich stelle mir zu viele Fragen. Und auch am Schluss, dass dann, also man muss jetzt nicht nochmal Benjamins Rüsselstand so hervorheben. Also letzten Endes ist es einfach so, dass ohne Carla das ganze Ding einfach im Bach runtergegangen wäre. Ja, aber ich würde auch sagen, solide 7 Punkte. Ne? Ja. Und ich finde, man muss sagen, es ist ja auch immer noch überdurchschnittlich. Bei dir auf jeden Fall. Und naja, eine 7 ist näher an der 10 als an der 1. Das stimmt. Und damit würde ich sagen, wir hören uns wieder in 2 Wochen, denn die Pause ist vorbei, Leute. Jetzt gibt's wieder alle 2 Wochen neuen Content. Ja, jetzt müssen wir wieder richtig ackern. Aber wir tun es ja so gern. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich drauf. Nein, das ist ja gar kein Ackern. Okay, lass sie weiterreden, lass sie lachen. Ich sag tschö, tschö, auf Wiedersehen. Bis dann, ciao. Zuckerstück und Peitsche, der Benjamin Blümchen Fan Podcast. Als Fan nehme ich für mich raus.